Hallo und willkommen bei Wir probieren. Moin. Heute mit einem Nachtrag zu unserer Fritz-Cola-Folge, nämlich mit Fritz Stevia. Ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, da ja Stevia bei uns jetzt als Lebensmittel zugelassen worden ist in den USA. Vor einem Jahr oder sowas. Ja. Irgendwie sowas, aber die ziehen jetzt auf jeden Fall nach, nachdem es eine Weile getestet wurde. Scheint anscheinend zu funktionieren und relativ legal zu sein und uns nur halb so stark mit Krebs zu versorgen wie die anderen Süßstoffe. Oder viel, viel mehr, man weiß es nicht. Ja, Design ist das gleiche wie sonst immer. Nur in grün und das genau. Man muss sagen, das Hintergrundding sieht ein bisschen nach Pappe aus, soll es anscheinend. Oder eine alte Tapete oder was auch immer. Eine alte Tapete drauf gewichst, man weiß es nicht. Diesmal steht in den Klammern zum Geschmack anders. Also scheiße. Irgendwie anders. Ja, anders ist immer. Also, und wie findest du meine Haare? Du siehst anders aus. Mhm. Du findest meine Frisur scheiße. Ja, so ist es. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt dran rieche, ist es am Schnüffelstück so gut. Rieche, riecht es wie eine normale Fritz-Cola. Ja, tatsächlich. Es riecht bisher wie eine ganz normale. Also, mal gucken. Also, ich habe bisher persönlich noch nichts mit Stevia getrunken. Ich kenne es noch nicht. Ich kenne den Stevia als Süßstoff und als reiner Süßstoff. Du sollst die Tabletten noch nicht pur fressen, du Spast. Nee, auch sonst, wenn du es wo reinkippst, finde ich es eklig. Okay. Weil es kannst wieder. Also, da ist sogar Aspartam und alles Mögliche. Ist guter Süßstoff. Probier mal. Glück, Glück, Glück. Geht. Also ich habe eigentlich erwartet, dass er nochmal ordentlich mit Nachgeschmack kommt. Ganz im Gegenteil, es kommt einfach gar kein Nachgeschmack. Also die normale Fritz-Cola hast du die Süße ja ewig noch im Mund. Mhm. Und bei der hier ist einfach so, du hast den Fritz-Cola-Geschmack relativ wieder, normal. Es ist relativ normal, dann kommt, vor allem ist die sehr grobperlig, ja. Das liest du auch, sehr, sehr grobperlig. Es prickelt auf der Zunge, es schäumt ein bisschen. Und dann ist es weg. Und dann ist es weg. Es ist so, einfach als ob du nichts weg. Im Mund genommen hättest. Also genau. Es wird auch trocken. Es ist, als ob du nichts im Mund hättest. Oder jemals gehabt. Du nimmst hättest. Den Mund, du schmeckst es, du schluckst runter und es ist weg. Weg! Faszinierend irgendwie. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Nur dann frage ich mich auch, wozu dann das Ganze? Kommt doch Nachgeschmack. Nimm mal mehrere Schlücke. Weil mit der Zeit merke ich halt extrem, vor allem über den Zähnen, das zieht so einen richtig schönen Film über den ganzen Mund. Über die Zähne, über die Zunge. Dein kompletter Innenraum wird langsam dann mit der Zeit so rau. Es wird rau, trocken und man merkt dann auch, oh ja. Jetzt merkst du es. Lass mal auch ein bisschen aufschäumen. Ja, hab ich. Du merkst nämlich dann den Nachgeschmack vom Stevia, nämlich nach, weil der zieht nämlich auch so Acai-mäßig ins Bitter rein. Ja. Aber weg von Acai! So, leicht am Rande. Weg! Welcher Idiot kam auf die Scheißidee? Oh, da ist hier eine Scheißbeere. Gib dir eine leicht definierte Handbewegung. Ja, klar. um zu der hier zurückzukommen. Also für den Erstgeschmack ist es echt gut. Es ist okay. Und dann, dass das mal einfach mal weg ist, ich ja eh ein Freund davon. Das ist einfach aber keine Nachricht. Aber je mehr du davon trinkst, umso widerlicher wird es. Das ist es nämlich. Wenn du das ganze Ding, nämlich wenn du das aufmachst, wie alle Getränke, die du mit so einem Kronkorken aufmachst, willst du es eigentlich wegtrinken. Du kriegst das Ding nicht mehr zu. Bei mir geht es da zumindest klar, es gibt irgendwie Stöpsel und Scheiß, aber das trinkst du natürlich ja, nicht. Ja, letztendlich trinkst du sie leer. Und wenn du das bei der hier machst, wirst du diesen ekligen Nachgeschmack reinkriegen. Mhm. Definitiv. Und vor allem, ich finde jetzt alleine schon nach dem, und wir haben das zu zweit getrunken. Reicht es. Nein, erstens also das und zweitens, Nachgeschmack und zweitens es schmeckt jetzt schon nicht mehr nach Fritz-Cola. Ja. Es schmeckt schon nicht mehr nach Fritz-Cola. Also der erste Schluck war Fritz-Cola. Und jetzt, wenn ich einen Schluck nehme, ist es weg. Es ist keine Fritz mehr. Kein bisschen. Es ist vor allem auch dieser Hauch von Zitrone ist gar nicht da, was die Fritz-Cola eigentlich ausmacht. Ich schneide dir irgendwann die Hände ab. Ich schneide sie dir ab. Achso, wir haben es doch jetzt von Fritz. Und nee, es ist am Anfang ist es leicht süß und das war es dann auch. Aber es ist kein Geschmack, sondern es ist einfach nur süß. Und zum Schluss ist es nicht mal mehr süß, weil wenn du eine Weile das Zeug getrunken hast, schmeckt es einfach nur. Ja, weil dieser Prickel ist so intensiv, Cola-Nuss der Prickel ist so intensiv, dass er alles vom Geschmack wegnimmt. Das versaut einem die ganze Cola. Und danach, wenn du es geschluckt hast, spült es einfach alles mit runter. Also immer noch so, es gibt immer noch für uns beide keinen guten Süßstoff und keinen guten Ersatz zu normalem Zucker. Auch Fritz Cola hat es nicht geschafft. Jungs, dann musst du nochmal ran. Nochmal versuchen. Scheiße war's. Fail. Wir freuen uns dann auf neue Produkte. Gerne nochmal probieren und uns zuschicken. In diesem Sinne, adios.